비엔나에서의 마지막 밤. 이 도시와 왠지 어울릴 것 같지 않은 재즈 무대를 찾았다. 500년 역사의 카타콤베는 36년 전통의 재즈랜드로 변해 있었다. 아마추어 재즈 밴드의 연주라고 했지만 나는 정말 감탄하지 않을 수 없었다. 윈터 마샤, 레이 브라운 그리고 다이애나 크롤까지 내노라 하는 재즈 뮤지션들도 이 무대를 찾았던 이유, 짐작이 간다. und erst durch den die Einführung eines Jazzclubs wurde das praktisch stabil hier. soll ich sagen, so dass unser Konzept, österreichische Musiker mit internationalen Musikern, wir sehen alle Musiker, die hier an der Wand hängen, haben gespielt und sehr viele auch mit heimischen Musikern. Dieses Konzept hat sich sehr gut bewahrheitet, dass das funktioniert und hat auch sehr gut beigetragen dazu, dass die österreichische Jazzszene sich sehr stark verbessert hat, also in den 70er Jahren schon.